Schaut mal ein bisschen mehr bei Paddy One auf dem Kanal rum. So ein bisschen linken, teilen, Facebook, scheißegal. Macht einfach irgendwas. Kommt über Kassenbericht auch und jetzt genießt den Song. Du kommst hier angekrochen und du sagst, du hast meinen Schatz gebumst. Ist mir doch egal, denn sie hatte meinen Schwanz im Mund. Wie ist es denn so, eine Pimmelfresse straight zu küssen? Du bist ein Schwanzlutscher, mir legt die Welt zu Füßen. Ist es cool anzugeben mit nem Hängetitten-Vibe? Weil du nix anderes kriegst, bangst wie irgendein Scheiß. Komm doch mit deinen Freunden aus dem Fitnessstudio. Ich hab keine Angst, ich nehm jeden Tag ein Kilo zu, wie deine Alte. Okay, es geht los, ich bring Punchline-Gewitter. Ja, zerberstene Texte wie Rammsteins Dichter. Warum sollte ich nochmal betteln, dass du Fame bekommst? Hier hast du meinen Song und zwar ganz umsonst. Was ist denn jetzt los, Pedo 1, sag doch was. Oder waren die für Zeilen schon zu krass? Nutte, deine Qualis mehr so für den Arsch. Doch du hörst meine Songs, der gar guter Geschmack. Du schreist ins Mikrofon und du hast Parkinson. Doch ich wünsche dir viel Glück bei deiner Angelsaison. Du hast schon vieles gemacht, doch ich will's nicht erwähnen. Heim und so, dort kannst du wieder hingehen, denn wer braucht dich schon? Deutschrap nicht, Skills und Talent hast du nicht, aber ich. Und du fragst mich nach Features für den Sommer und so. Doch ehrlich gesagt, du bist mir zu schlecht und so. Hallo Pedo 1, ey, ich warte schon. Doch du sagst nichts, du bist Mamas Sohn. Nun hol deine Fake-Daumen und deine 100 Klicks. Aber dafür, dass du hier verlierst, kann ich nichts. Und wenn ich das hier gegen dich mach, sei weiter Pedo, gib mir deine Videos nass. Du Rollerfahrer, Gangster, Tuner, was ist los? Du bist Hitler-Sohn und du bist gut. Nicht offensiv, das merkst du wohl. Ein Text von mir, Beat von mir, gleich gestohlen. Ich geh raus aufs Battlefield, doch sag, wo ist das Wette? Du meinst, du bist schneller als Sebastian Vettel. Du bist down und bist Mitte bewertet. Ich fick auf jeden dieser Kinder, geht alle mal sterben. Du Mama, so ein Mikrofon am Telefon, was willst du tun? Du bist mein Kunde, doch bist nicht cool, ich kill deine Kunde. Keine Position, bist monoton, keine Diskussion. Das ist dir gewohnt, das wird deine Endstation. Ich hab da noch was, du wirst nicht widerstehen. Und nach meinem Facepunch nicht widerstehen. Dir fehlt echt vieles, zum Beispiel Selbstbewusstsein. Falls du rappen willst, solltest du selbstbewusst sein. Du solltest mir mal lieber nicht widersprechen. Ansonsten kannst du hiernach nicht widersprechen. Hallo Pedo 1, ey, ich warte schon. Doch du sagst nicht, du bist Mamas Sohn. Nun hol deine Fake-Daumen und deine 100 Klicks. Aber dafür, dass du hier verlierst, kann ich nichts. Auch wenn ich das hier gegen dich mach, sei weiter Pedo, gib mir deine Videos.